Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unserem Adlern vom SC Preußen Münster, wo wir uns am letzten Transfertag befinden, den wir ja beim letzten Mal aus gesundheitlichen Gründen unterbrechen mussten. Meiner Stimme geht's jetzt wieder ein bisschen besser, zwar immer noch nicht bei 100%, aber auf jeden Fall fühle ich mich jetzt wieder aufnahmefähig genug. Und wir werden jetzt einfach mit dem letzten Transfertag fortfahren. 9 Stunden sind noch verbleibend und wir haben ja noch ein bisschen was vor. Denn wir sind immer noch auf der Suche nach einem weiteren linken Mittelfeldspieler. Zudem steht auch noch Lennart Stoll, der Abgang von Lennart Stoll kurz bevor. Und ich habe mir überlegt, für die Mittelfeldzentrale könnten wir vielleicht da auch noch einen Spieler ranholen. Vielleicht mal so einen erfahrenen Allrounder. Und ich glaube, da habe ich einen ganz interessanten Spieler gefunden, der sich sogar auf der Transferliste befindet. Und ich glaube, da kommen wir dann auch gleich zum Thema, nämlich unsere Wunschliste. Ich hatte auch nochmal offscreen ein bisschen gesucht und ich habe ein paar, in Anführungszeichen, neue Spieler auf die Wunschliste gepackt. Ihr seht schon, ich habe sogar wieder schon ein bisschen aussortiert. Eigentlich könnte ich Ditken auch schon mal von der Liste nehmen. Und auch Moritz Heinrich, einfach nicht stark genug. Und zwar, ihr seht es, ich muss sagen, wieder auf die Wunschliste gesetzt. Zum Beispiel einen Bakary Yatta, der ja hier zwar als rechter Flügelspieler aufgelistet ist, aber auch genauso gut auf dem linken Flügel spielen kann. Ähnliches gilt für Valentino Lazzaro. Zudem habe ich noch Gerrit Holtmann und Traustason wieder auf die Wunschliste genommen. Ich sage bewusst wieder, denn all diese Spieler standen schon mal auf unserer Wunschliste. Die hatte ich, glaube ich, am Anfang der Saison direkt mal gescoutet, aber aus irgendwelchen Gründen dann später wieder runtergenommen. Wahrscheinlich, weil sie zu teuer sind. Leider immer noch zu teuer wird wahrscheinlich auch mein eigentlicher Wunschspieler sein. Valentino Lazzaro hatte ich mir eigentlich als Wunschkandidaten für die linke Mittelfeldseite vorgestellt. Ich glaube, der ist doch sogar ein Linksfuß, oder? Ich meine, da steht zwar starker linker Fuß, aber das ist ja bekanntermaßen ein kleiner Bug hier bei der FIFA-Wunschliste, denn da werden alle Spieler als starker Fuß mit links betitelt. Auf jeden Fall, er hat einen Marktwert von 10 Mitte? Ja, von 10 Millionen Euro. Ich glaube nicht, dass wir ihn unter den Marktwert kriegen können. Wir werden es trotzdem gleich mal zuallererst probieren. Zudem noch Gerrit Holtmann von Mainz 05, der auch schon mal auf unserer Wunschliste ganz weit oben stand. Bei Mainz 05 aktuell, glaube ich, nur dritte Wahl auf seiner Position. Deswegen, den sollten wir unter Umständen, ähnlich wie bei Erik Tommy, vielleicht sogar unter den Marktwert bekommen. Problem ist, wir wissen seinen Marktwert nicht. Auch Holtmann könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder auch eine Alternative, die wir schon auf der Liste hatten, was ebenfalls gut ist, dass er auf beiden Flügelpositionen spielen kann, ist Arnor Ingvi Traustason von Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Hat relativ gute Werte, ausgeglichene Werte. 27, hat auch die nötige Erfahrung. Und vor allem, er hat auch eine Freigabesumme. Marktwert 6 Millionen Euro, der isländische Nationalspieler, und hat eine Ausstiegsklausel von 4,5 Millionen Euro, die wir theoretisch ziehen könnten. Aber vorher möchte ich es mal kurz bei Lazzaro und Holtmann noch probieren. Und eine dritte Alternative, oder vierte Alternative auf dieser Position, wäre vielleicht noch Kenny Prince Redondo, ehemaliger Berliner von Union Berlin, den ich damals zu seinen Union-Zeiten eigentlich ganz gut fand, ein sehr guter Zweitligaspieler. Wäre auch noch eine mögliche Variante. Spielt hier mittlerweile in Frankreich bei Stade Rennes. Auch bei ihm allerdings das Problem, wir wissen weder den Marktwert noch seine Stärke. Also einer von den Vieren wird es höchstwahrscheinlich werden. Wir werden es gleich rumprobieren. Zudem habe ich nochmal mich ein bisschen rumgeguckt, welche Spieler so auf der Transferliste stehen. Und da habe ich noch einmal ein paar interessante mit auf die Wunschliste genommen. Ich habe mich schlussendlich dann doch wieder dazu entschieden, doch noch gerne einen dritten Torwart verpflichten zu wollen. Einen dritten erfahrenen Torwart. Und da habe ich drei, wie ich finde, interessante Kandidaten. Mit Philipp Schauner von Hannover 96, der auf der Transferliste steht, genauso wie Sheriff Ekrami, ägyptischer WM-Teilnehmer 2018, ist uns ja auch noch sehr gut bekannt aus dem FIFA 15 Let's Play müsste es gewesen sein. Da war er sogar zeitweise Stammkraft beim SV Darmstadt und hatte damals sehr gute Leistungen geboten. Mittlerweile 37, also er wäre ein sehr erfahrener dritter Mann oder vielleicht sogar zweiter Mann, ich habe keine Ahnung. Ähnliches gilt für Schauner, wobei Philipp Schauner mit 34 könnte sogar noch ein Kandidat für die neue Nummer 1 werden, eventuell sogar.
Auf jeden Fall auch er auf der Transferliste. Und als dritten Kandidaten die wohl kostengünstigste Variante. Zurückhalten bei Flanken. Okay. Das Special-Eigenschafts-Icon habe ich auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Name. Kevin Fickenscher. Hört sich an wie so ein B- oder C-Promi-Schauspieler. Das ist unglaublich. Allein wegen des Namens müsste man eigentlich Kevin Fickenscher verpflichten, oder? Der steht ebenfalls auf der Transferliste, ist 32 und dürfte nicht allzu viel kosten. Genauso wie Sheriff Ikrami. Die Marktwerte halten sich da in Grenzen. 140.000 nur. Genauso wie Kevin Fickenscher. Der hat sogar eine Freigabesumme. Die müssen wir unbedingt ziehen. Aber ich glaube, den sollten wir sogar unter Marktwert eigentlich bekommen. 32, Kevin Fickenscher. Sorry, den Namen werde ich bestimmt noch einige Male heute erwähnen. Oder Philipp Schauner. Aber wobei, der hat auch ein ganz ordentliches Gehalt noch, ne? Mit 21.000. Vielleicht wäre der noch ein bisschen zu stark sogar. Ich glaube, da könnte es durchaus auf Kevin Fickenscher hinauslaufen. Auf jeden Fall noch zwei andere erfahrene ehemalige Bundesligaspieler hier in dem Fall. Stehen noch auf der Transferliste. Andreas Beck. Als eventuelles Backup für beide Außenverteidigerpositionen ebenfalls auf der Transferliste stehend, der ehemalige Hoffenheimer und Stuttgarter spielt hier mittlerweile bei Nizza in Frankreich und ist mittlerweile 33, ehemaliger deutscher Nationalspieler, hat allerdings auch ein bisschen Gehalt. Habe ich einfach nur mal so spaßeshalber als Überlegung noch mit auf die Wunschliste genommen, aber der Spieler, von dem ich vorhin eingangs gesprochen habe, ist er hier, Makoto Hasebe, Allrounder, wie er im Buche steht. Kann auf der 6, auf der 8 in der Innenverteidigung als auch auf den Außenverteidigerpositionen spielen. Er hat eine Freigabesumme von 6,1 Millionen Euro. Allerdings nur ein Marktwert noch von einer knappen halben Million Euro. Und auch er, der Mann von der Frankfurter Eintracht, steht auf der Transferliste. Ist natürlich nicht mehr der allerschnellste, aber so als Backup-Spieler, er ist auch noch ein Teamspieler, was mir sehr gut gefällt, so als Backup-Spieler, den man immer mal reinwerfen kann mit seiner Erfahrung, mittlerweile 36 Jahre alt, ich glaube, das ist so der perfekte Mann, den man immer mal ins Spiel bringen kann. Form ist zwar dürftig, aber Frankfurt braucht ihn nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, Hasebe ist so mein Wunschkandidat. Für den Fall, dass Lennart Stoll gehen sollte, dass wir da Makoto Hasebe verpflichten. Hatte, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, schon bei 4 Weltmeisterschaften, oder zumindest bei 3 Weltmeisterschaften mit Japan, seiner Nation, teilgenommen. Und deswegen, Hasebe, würde ich tatsächlich gerne mal ein Angebot machen, beziehungsweise erstmal seinen Verein, der Frankfurter Eintracht. So von Adler zu Adlerverein. Schlagen wir mal einen Kauf vor. Nein, ich möchte nicht die Freigabesumme zahlen. Nein, Vereinsverhandlung beginnen. Nein, die Freigabesumme möchte ich für einen 36-Jährigen nicht unbedingt zahlen. Auch bei ihm gehe ich mal davon aus, dass wir ihn unter dem Marktwert eigentlich bekommen sollten. Für 300.000, für so einen erfahrenen Backup-Spieler, das ist, denke ich, schon durchaus drin. Mal gucken, wie es die Frankfurter Eintracht sieht. Also 400.000 wäre ich notfalls auch noch bereit zu zahlen. Aber wir fangen mal für einen 36-Jährigen halt, ne? Ist es eigentlich auch schon eine Menge Geld. Probieren wir es mal mit den 300.000. Für ein, zwei Jahre kann er uns sicherlich noch weiterhelfen. Frankfurt fordert 450.000. Also gehen trotzdem unter den Marktwert. Dann werden wir erstmal langsam erhöhen. Jetzt fängt das schon wieder an mit dem Falschen, ne? Wir falschen um 50.000 oder noch weniger Kohle. Komm, wir machen mal 375.000. Vielleicht akzeptieren sie das ja. Nein, sie bleiben bei 450.000. Na komm, dann gehe ich noch auf die 400.000 hoch. Hatte ich ja gesagt, die bin ich auf jeden Fall noch bereit zu zahlen. Oder sogar 420.000. Komm. Ihr bekommt sogar noch ein Zwanni obendrauf. Okay, sie kommen uns aber entgegen. 430.000. Komm, und wegen den 10.000 Euro möchte ich dann doch nicht es ja irgendwie riskieren, dass wir da doch noch uns nicht einig werden. Deswegen akzeptieren wir die 430.000 Euro Ablösesumme. Und ich hoffe, dass wir uns mit Makoto Hasebe dann noch auf einen Vertrag einigen können. Zwar ist Lennart Stoll noch nicht verkauft, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir ihn noch verkauft bekommen. Und jetzt fliegt hier gerade eine nervige Fliege vor dem Bildschirm herum. Also momentan ist bei den FIFA-Aufnahmen immer irgendetwas, was schief läuft. So, Makoto Hasebe ist angekommen. Rolle im Kader, das ist schon mal eine sehr gute Frage.
Mal gucken, ob er mit Rotationsspieler einverstanden ist. Er ist damit einverstanden. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie seine Gesamtstärke mittlerweile aussieht. Natürlich hat Hasebe auch einen asiatischen Berater. Wer hätte es gedacht? Nur ein Jahr? Komm, dann machen wir mal aber ein Gegenangebot von 2 Jahren. Und das akzeptiert er auch. Also 2 Jahre wird Makoto Hasebe noch bei uns dann unter Vertrag stehen. Freigabesumme brauchen wir, denke ich, keine. So, 13.500 fordert er an Gehalt und 115.000 Einstiegsbonus. Da können wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten, hoffe ich mal. Also den Huni, 100.000 Euro kriegst du wohl. Aber mit dem Gehalt müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen nach unten gehen. Und die Fliege geht mir hier gerade echt auf den Keks, ne? Hoppala, nein, Gehalt wollte ich noch eben einstellen. So, er verdient aktuell 10.500. Komm, 1.000er kriegst du mehr bei uns. Plus ein schönes Handgeld. Mal gucken, was er dazu sagt. Er geht auf Gehalt 12.500 runter. Einstiegsbonus bleibt. Und er will jetzt auf einmal noch 130.000 nach 10 einsetzen. What the fuck? Nee, du. Den Bonus, den kannst du dir abschminken. Okay, die 115.000 Euro meinetwegen. Und 12.500 Gehalt ist ja eigentlich auch okay. Machen wir es mal so. Jetzt wäre er wieder 13.500. Boah. Wie er auch grinst, ne, Hasebe? Ich weiß, dass du das Angebot annehmen musst. Feige ist noch etwas unentschlossen. Aber wisst ihr was? Wegen den 1.000 Euro da pro Woche akzeptieren wir es einfach und haben dafür den nunmehr ältesten Spieler bei uns im Kader. Makoto Hasebe. Wir haben ja sowieso eine eigentlich viel, viel zu junge Mannschaft. Ich glaube, Rizzi, Kittner sind die einzigen Spieler über 30 und deswegen tut das vielleicht mal gut, so einen erfahrenen Mann, einen welterfahrenen Mann wie Makoto Hasebe auch im Verein begrüßen zu dürfen. Also freut mich, Makoto Hasebe, Last-Minute-Neuzugang Nummer 1, aber er wird nicht der Letzte sein, denn ich denke, wir werden Kevin Fickinger, wir werden ihn verpflichten. 140.000 Marktwert, da bin ich relativ guter Dinge. Auch da wollen wir die Freigabesumme bitte nicht ziehen. Auch da bin ich guter Dinge, dass wir uns da mit den FC Sion aus der Schweiz einigen können. Aktueller Marktwert 140.000. Wir bieten einfach mal, ich bleibe sogar unter der 100.000. Wir bieten einfach mal 90.000 Euro. Ohne Weiterverkaufsgebühr 135.000 fordert die und plus eine Weiterverkaufsgebühr. Ja, also die Weiterverkaufsgebühr, die kann meinetwegen bleiben. Aber die Summe ist mir dann doch noch ein bisschen zu hoch. 100.000. Was eigentlich auch schon fast zu viel ist. 110.000. Sie kommen uns auf jeden Fall wieder entgegen. Komm, wir packen noch 5.000 Euro drauf. Könnt ihr euch noch eine Eismaschine oder sonst was für kaufen und dann sind wir doch alle happy, oder? Ja, wir sind alle happy. Sie können den Vertrag mit Fickinger besprechen. Auf Wiedersehen. Oh, der Mann ist doch bestraft für das Leben, oder? Nicht nur, dass er Kevin mit Vornamen heißt, sondern auch diesen grandiosen Nachnamen auch noch trägt. Gut, verhandeln wir mal. Wir brauchen noch einen dritten erfahrenen Torwart. Ich denke mal, stärketechnisch wird er sogar unter Reimann sein, oder? Er wird tatsächlich unser dritter Torwart werden. So, Perspektivspieler. Mit 32 Jahren ein Perspektivspieler. Akzeptieren wir mal so. 2 Jahre, auch das finde ich in Ordnung. Für 3 Jahre brauchen wir ihn nicht unbedingt. Gehalt 2.800, Freigabesumme brauchen wir nicht. Quatsch mit Soße. So, Gehalt, 2.800, würde ich schon fast sagen, zahlen wir ihm ebenfalls, plus einen kleinen Einstiegsbonus von 10.000 und ab dafür. Er will 30.000 und 3.500 Gehalt. Der stellt also auch noch Forderungen. Wie kann er es wagen? Gut, dann gehen wir mal auf 3.000 hoch und hier 20.000. Er bleibt bei den 3.500 und will einen Einstiegsbonus von knapp 30.000. Ach kommt, auch da
werden wir jetzt nicht weiter verhandeln, sondern akzeptieren einfach. Und damit verdient Fickinger übrigens mehr Kohle als unsere aktuelle neue Nummer 1, Christoph Böhm, dessen Vertrag wir übrigens auch noch verlängern müssen. Das können wir eigentlich auch gleich schon in Angriff nehmen. Dann haben wir das nämlich auch alles in einen Rutsch durch. So, zwei Neuzugänge haben wir also schon. Kurz vor Toreschluss sind sie auch schon im Kader. Ja, sie sind schon da. Fickinger mit einer 61er Bewertung. Holy shit. Okay, ich hätte zumindest irgendwie mit einer 64 oder sowas gerechnet. Aber dass er so schlecht ist, naja. Und auch bei Hasebe habe ich ehrlich gesagt mit ein bisschen mehr gerechnet. Nur auf einer 69. Hat natürlich physisch stark nachgelassen. Aber trotzdem, einfach so als Backup-Spieler, 36 Jahre alt, lange Pässe, Teamspieler, den kann man, glaube ich, oder mit dem kann man, glaube ich, nichts verkehrt machen. Hasebe also neu dabei, genauso wie Fickinger. Dieser Name, ne? Ach, über den könnte ich mich noch sehr lange amüsieren. Reflexe ist er eigentlich sogar relativ gut, der Rest, naja, akrobatischer Torwart. Oh, auch interessant. Aber zurückhaltend bei Flanken. Höchstwahrscheinlich wird er sowieso nicht allzu häufig zum Einsatz kommen. Reimann also die wirklich neue Nummer 2 und Böhm die neue Nummer 1. Und ich denke, dessen Vertrag können wir auch gleich mal verlängern. Bei der Teamzentrale müssen wir sowieso nochmal eben die beiden Rückennummern unserer Neuzugänge einstellen. Und weißt du was? Die Nummer 1 ist... Wobei, ne, Christoph Böhm bekommt die Rücknummer 1. So geht das ja nicht, ne? Trikotnummer ändern, Böhm, wenn er schon zur neuen Nummer 1 aufgestiegen ist, bekommt er auch dessen Rückennummer. Fickinger darf dadurch die frei gewordene 23 übernehmen. So, und Hasebe. Makoto Hasebe, die Rücknummer 14. Dir geben wir mal die 36, würde ich sagen. Einfach die Trikotnummer, die das Alter widerspiegelt. Nummer 36 für den Japaner, der happy ist. Allgemein, die Laune bei unseren Spielern ist ganz gut. Nur die Leihspieler sind momentan nicht ganz so happy. Und Stoll, der ja kurz vor einem Wechsel steht, ist unglücklich. Der Rest ist eigentlich ganz gut. Bei Laune. So, wie viel Kohle haben wir jetzt noch übrig? Transferbudget 8,11 Mille. Geiz Budget 25.000. Ist nicht allzu viel. Lennart Stoll, durch den Verkauf kommt noch ein bisschen rein, wenn er denn wechselt, was ich sehr hoffe. So, also ein bisschen Geld haben wir tatsächlich jetzt noch übrig für den linken Mittelfeldspieler, den wir suchen. Ich denke, Chauner, Ekrami können jetzt auch mal eben alle von der Liste nehmen. Ich finde übrigens doof, wenn man einen Spieler von der Transferliste nimmt, dass man automatisch wieder ganz nach oben gescrollt wird. Wer hat sich das ausgedacht? So, jetzt wären wir aber beim Punkt linker Mittelfeldspieler. Wir probieren es mal mit Lazaro, wo ich weiß, dass es sowieso nicht klappen wird. Marktwert 10 Mille. Warum sollte RB Salzburg ihn für unter 10 Mille abgeben? So, guten Tag, nehmen Sie Platz. Es geht um Lazaro, Valentino Lazaro. Spielertausch haben wir niemanden Wirkliches, den wir da vorschlagen könnten. So, vielleicht werden wir auch direkt aus seinem Büro geschickt. Könnte durchaus passieren. Wir bieten einfach mal 7 Mille. Wird niemals funktionieren. Das dachte ich mir schon. Aber ich wollte es zumindest eben probiert haben. So, Lazaro, damit schon mal weg vom Fenster. Redondo, 26. Traustason, 27. Holtmann, 25. Einer von den dreien. Und mein Wunschkandidat wäre eigentlich Gerrit Holtmann. Verhandeln wir mal mit Mainz 05, die uns am ersten Bundesligaspieltag im letzten Part ja geschlagen haben. 2:0 die Niederlage. Kein guter Start in die Bundesliga. Und nach diesem letzten Transfertag sind ja erstmal 2 Wochen Ferien, beziehungsweise, ja, Länderspielpause, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen, bevor wir zum zweiten Spieltag gegen Hannover 96 antreten. So, aber jetzt geht es erstmal um die Ablösesumme für Gerrit Holtmann, der ehemalige Braunschweiger und jetzige Mainzer. Für Tommy hatten wir, glaube ich, damals etwas weniger als 4 Mille bezahlt. Deswegen, ich versuche auch hier erstmal unter 4 Mille zu bleiben. 3,5 so als Einstiegsangebot. Oh, und auch da werden wir sofort aus dem Büro geschmissen. Alles klar?
Herr Schröder ist doch der Teammanager aktuell, oder? Bei Mainz 05, wenn ich mich nicht gerade täusche. Okay, Holtmann hat sich damit auch erledigt. Ist die Frage, wie stark ist Redondo einzuschätzen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich wollte gerade Kevin Prince sagen. Nein, nicht ganz, denn der Gute heißt Kenny Prince. Redondo. Wie sieht es bei Traustason eigentlich mit dem Flankenspiel aus? 76, IV 74. Ja. Kann halt auf beiden Flügeln spielen. Ich möchte es erstmal kurz bei Redondo probieren. Wenn wir ihn so um die 3 Mille vielleicht verpflichten können, dann würde ich sagen, nehmen wir ihn. Ansonsten ziehen wir die Freigabesumme vom Isländer Traustason. So, Redondo, ehemaliger Unioner, den wir versuchen nach Deutschland zurückzuholen von Stad Rennes. Fangen wir mal mit 3 Mille an. Ich habe keine Ahnung, wie viel Rennes damals für ihn bezahlt hat. 4,8 fordern sie. Neue Transfersumme vorschlagen. Also ich will auf jeden Fall eigentlich unter 4 Mille bleiben. Ich probiere es mal mit 3,5. Nö, die kommen uns keinen Schritt entgegen. Dann werden wir jetzt auch nicht so große Sprünge tun. Machen wir mal 3,65. Okay, sie müssen erstmal drüber nachdenken. Alles klar, sprich, er wird das sowieso nicht annehmen. Das Doofe ist, dass wir über Redondo zu wenig Informationen haben. Ist schnell, beweglich, gute Ballkontrolle, gut im kurzen Pass. Traustason ist leider verletzungsanfällig. Ausdauer 73, ja, geht so, ist okay. Antritt 83. Ballkontrolle, Flanken, Dribbling ist er. Überall einigermaßen gleich stark. Kopfball nur eine 41. Wie groß ist er eigentlich? 1,82. Hohe Arbeitsrate im Angriff. Was an sich ja schon mal gut ist. Und ein guter Distanzschütze ist er auch. Und mit 27 wäre er auch einer der wenigen, die auch schon über ein bisschen Erfahrung verfügen. Hat in Europa schon fast überall gespielt. Ich glaube, in der Schweiz war er, in Österreich, zuletzt in Schweden bei Malmö, schwedischer Meister geworden. Bei Rapid Wien hat er unter anderem übrigens auch ein Jahr lang mit Louis Schaub zusammengespielt. So, wie hoch war seine Ablöse? 4,5. Marktwert 6 Mille. Gehalt 26.000 ist nicht wenig. Könnten wir uns zwar noch relativ gut leisten, aber das war's dann auch. Ich warte noch mal ganz kurz auf die Antwort von Stade Rennes bezüglich Redondo. Und sollten die das Angebot nicht akzeptieren, werden wir uns, glaube ich, um Traustason vom Absteiger Düsseldorf bemühen. Vorher, was ich gerade vergessen habe, wir wollten ja nochmal den Vertrag mit Christoph Böhm verhandeln. Sein Vertrag läuft ja am Ende der Saison aus. Deswegen wird es so langsam Zeit, auch da mal vorzeitig über eine Verlängerung nachzudenken. Über unseren erst 19-jährigen neuen Stammtorwart, der mit einer Rotationsrolle schon zufrieden wäre. Jetzt ist die Frage, wäre das von unserer Seite jetzt doof zu sagen, nö, du bist wichtiger Stammspieler? Ich meine, von sich aus hat er jetzt gesagt, er wäre mit der Rotationsrolle einverstanden. Deswegen sagen wir okay. Aber halt mit dem Hintergedanken, dass er sowieso als erstmal neue Nummer 1 in die Saison geht. Hat in den beiden Europa League-Spielen schon zu Null gehalten und am ersten Spieltag im letzten Park gegen Mainz sein Bundesliga-Debüt gefeiert, konnte bei beiden Gegentoren leider nichts machen. So, wir wollen mal den Vertrag um 4 Jahre verlängern. Das findet er auch voll in Ordnung, sehr, sehr schön, also langfristig an uns gebunden. Freigabesumme möchte er ebenfalls keine. Also der Münsterer Jung, der aus der eigenen Nachwuchsabteilung stammt, der hat seine Wurzeln hier eindeutig in Münster, so Gehalt. Mit 500 hat er bis dato viel, viel zu wenig verdient. Muss man ja ehrlich sagen. Ich glaube,
von allen Spielern, die wir unter Vertrag haben, das geringste Gehalt. Neben Horn, unserem neuen Jugendspieler, der verdient, glaube ich, auch nur 500. Jetzt die Frage, was bieten wir ihnen jetzt an? 5000? Eine Steigerung von 1000%? Und ein kleines Handgeld von 50.000. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar schon zu viel ist. Wir bieten es ihnen einfach mal an. Na, er will ein bisschen was Verändertes. Aber wir waren schon eigentlich ganz gut dabei mit unseren Vorstellungen. So, Gegenangebot. Was will er denn? 4.800 Gehalt ist sogar weniger, als wir gefordert haben. Einstiegsbonus 63.000. Und nach 5 Einsätzen nochmal 24.000. Ich glaube, summa summarum würden wir langfristig sogar ein bisschen Geld damit sparen. Ich glaube, das können wir sogar so akzeptieren. Alles klar, Christoph Böhm, unser neuer Stammtorwart, hat seinen Vertrag um 3 Jahre verlängert. Hat jetzt also noch 4 Jahre insgesamt bei uns Vertrag. So, Finanzen, wir können mal ganz kurz sortieren. Ansonsten laufen nur die Verträge von Kittner und Schwers aus. Die werden wir bei Zeiten auf jeden Fall auch noch verlängern. Itter ist ja nur geliehen. Und danach kommen dann schon einige Verträge, die zur übernächsten Saison auslaufen. Oh, einige, wirklich einige Verträge, die zur übernächsten Saison auslaufen. Und ein paar langfristige haben wir auf jeden Fall auch mit dabei. Alles klar. Dann haben wir die Situation schon mal so weit abgeklärt. Dann würde ich sagen, nehmen wir eine Stunde voran. Wir werden uns auch gleich noch anschauen, was die anderen Bundesligisten so transfertechnisch gemacht haben. So, das dachte ich mir schon, inakzeptabel. Transfersumme 4,35. Das ist das, was sie fordern, oder? Ja, das halten sie für angemessen. Na, 4,35 plus 10% Weiterverkaufsgebühr. Holy shit. Da verhandeln wir nochmal. Ich meine, wenn wir uns da jetzt auf 4 Mille einigen können, plus meinetwegen die 10% Weiterverkaufsgebühr, würde ich das wohl noch akzeptieren. Wir machen mal 3,95. Ich glaube, das war auch die exakte Summe, die wir für Erik Tommy bezahlt haben. Ich glaube, Tommy ist mittlerweile auch 26. Also die sind schon, denke ich, sehr vergleichbar. Gucken wir mal. So, 4,5, aber dafür verfällt die Weiterverkaufsgebühr. 4,5. Lasst mich mal überlegen. Wenn der Postbote zweimal klingelt und so weiter. So, Start Renwelt also 4,5 Mille. Genauso hoch wie die Freigabesumme bei Traustason. Und ich akzeptiere es jetzt einfach mal, um zu gucken, wie viel Gehalt der gute Kenny Prince denn hat. Sollte es deutlich unter dem Gehalt von Traustason sein, dann würde ich sagen, wenn wir uns ein bisschen Gehalt sparen können, werden wir vielleicht dann doch eher zu Kevin Prince. Ich sag schon wieder Kevin Prince, das ist irgendwie automatisch drin. Wenn man Prince im Vornamen drin hat, dann sagt man automatisch Kevin Prince. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Kenny Prince natürlich, Redondo. Mal gucken, wie viel er verdient oder wie viel er fordert vielmehr. Sollte es ungefähr im gleichen Bereich wie Traustason sein, dann tendiere ich sogar tatsächlich eher zum Isländer. So, Rolle im Kader erstmal. Also Schlüsselspieler würde ich sagen, nee. Irgendwie wieder was zwischen wichtiger Stammspieler und Rotationsspieler. Ich glaube allerdings nicht, dass er mit Rotationsspieler einverstanden ist, oder? Nee, er möchte schon wichtige Stütze sein. Eine wichtige Stütze sein. Akzeptieren wir aber. So, alles müssen wir hier vorschlagen. Wir machen mal 3 Jahre. Das findet er auch voll dufte. Freigabesumme übergehen wir mal. 33.500 Gehalt. Ich glaube, das wird sich so ziemlich im gleichen Bereich bewegen wie bei Traustason. Einstiegsbonus 0,5 Mille. Und 1,35 Millionen Euro nach 20 Toren. Ja, okay, das akzeptiere ich noch. Ich glaube nämlich nicht, dass er in dieser Saison über 20 Tore schießt oder überhaupt in seiner Zeit bei uns 20 Tore schießt. Wenn doch, freut es mich natürlich für ihn. Und ihn würde es noch mehr freuen, wenn er so einen Bonus bekommt. Aber den würde ich sogar noch akzeptieren. Aber wir müssen mit dem Gehalt und dem Einstiegsbonus runter.
Ich glaube nicht, dass wir uns da einigen können. Ich sehe es jetzt schon wieder kommen. 400.000 und 28,5 Gehalt. Nö, er bleibt bei den Forderungen. Warum haben wir eigentlich keine Option zu zögern? Wir können jetzt einfach nur die Verhandlung beenden, aber wir können nicht sagen, lasst uns mal darüber nachdenken. Ja, wobei andererseits, wir sind ja auf ihn zugekommen. Von daher ist das doch schon irgendwo verständlich. Gut, dann müssen wir es halt nochmal probieren. Ich möchte aber, dass er uns ein bisschen entgegenkommt. Sonst sehe ich da schwarz. 30.000 würde ich noch akzeptieren. Der kommt aber auch keinen Schritt entgegen. Keinen Schritt. Wisst ihr was? Ich werde jetzt so lange auf die 30.000 gehen, bis er von sich aus sagt, nö, mache ich nicht. Oder bis er von sich aus sagt, darüber muss ich noch nachdenken. Quatsch, so wollte ich. Oh, jetzt muss ich das wieder einstellen. Mann, 420.000. 30.000 Gehaltsbudget. Ab der Fisch. Ja, wir können beide ziemlich sturköpfig sein, habe ich gerade so im Gefühl. Mal gucken, wer den größeren Sturkopf hat. Komm, wir machen mal 30.200. Dafür etwas weniger Einstiegsbonus. Bitteschön. Geht doch. Er bittet wieder um etwas Bedenkzeit. Genau das wollte ich, denn jetzt können wir in der Zwischenzeit gucken, wie es mit Traustason aussieht. So, Kauf vorschlagen. Ja, Zahlen und Vereinsverhandlungen überspringen. Ich glaube nicht, dass wir ihn unter 4 Mille bekommen. Realistisch wäre zwischen 5 und 7,9. Nee, dann werden wir auf jeden Fall die Freigabesumme auch ziehen und direkt zu den Vertragsverhandlungen hinübergehen. So, mal gucken, was er fordert. Er hat aktuell 26.000 Gehalt, möchte wichtiger Stammspieler sein, das akzeptieren wir auch. 2 Jahre nur. Ah komm, 3 Jahre sind da auf jeden Fall, denke ich, drin, oder? Das findet er genauso. So, Freigabesumme möchte er keine, das akzeptieren wir. 47.000! Alter! Ich glaube, wir werden uns dann doch auf Redondo einigen müssen. Alter Walter. Nach 5 Einsätzen nochmal. Nee, komm, weg mit dem Bonus. Das ist ja deutlich, deutlich zu viel. Er möchte hier zum Top-Verdiener aufsteigen. Der verdient aktuell 26.000. Wie kommt er darauf, auf 47 hochgehen zu wollen? Alter, was? Nee. Schade, also ich hätte nicht gedacht, dass er so extrem hohe Gehaltsforderungen hat. Und habt ihr gerade das Gesicht von Friedrich Feige gesehen? Der war richtig erbost, er war richtig wütend. So habe ich ihn ja noch nie gesehen. Ansonsten wäre noch Jatta vielleicht eine kostengünstige Alternative, genauso wie Staude. Haie haben wir ja schon gesagt, ist nicht unbedingt der Flügelspieler, den kann ich eigentlich auch mal von der Liste nehmen. Oder halt wirklich die allerletzte Alternative wäre noch Lead Paccarada. Und dass wir dann Zinkgraven wirklich eins hochziehen ins linke Mittelfeld. Das wäre auch noch eine mögliche Alternative. Sollte das mit Redondo jetzt nicht klappen. Jetta möchte ich auch mal eben probieren. Den können wir bestimmt auch ausleihen, oder? Hat kein Interesse, ihn auszuleihen, okay. Dann einfach nur mal wieder aus Interesse halber, nur weil ich es wissen möchte, werden wir hier mal den guten Bakariata ein Angebot machen, beziehungsweise erstmal dem HSV natürlich. Transfersumme vorschlagen. Wie viel ist denn der Mann aus Gambia wert? 1 Mille? Vom Bundesliga-Absteiger HSV? Oh, okay, direkt. Verhandlungen abgebrochen. Das ist halt doof, wenn man überhaupt keinen Anhaltspunkt hat, wie viel er momentan wert ist oder
wie seine aktuelle Stärke, in welchem Bereich sich die befindet. Also, nochmal zwei, die wir von der Liste nehmen können. Das wird langsam doof. Also, Redondo oder Pacarala wird es dann anschließend dann doch. Inakzeptabel haben wir gelesen. Unsere Beliebtheit ist immer noch bei 92%. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, das könnte demnächst ein bisschen nach unten wandern. Egal, gehen wir eine Stunde voran. 7 Stunden sind noch Zeit. So, hat sich Redondo gemeldet? Wir haben 2 Mails bekommen, werden aber nicht automatisch hingeleitet. E-Mail-Eingang? So, inakzeptabel. 33.500. Das hat mir noch... Ne, das hat er vorher schon gefordert. Ist das ein Witzbold? Der ist ja überhaupt nicht mit seinen Forderungen nach unten gegangen. Wir werden versuchen, noch einmal zu verhandeln. Auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass er wieder mit den Erwartungen nicht nach unten geht. Und diese Fliege, die hier die ganze Zeit rumfliegt, geht mir sowas von gewaltig auf die Nerven. So, aber jetzt müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen entgegenkommen. Aber er soll auch ein bisschen entgegenkommen. 31,5, komm. Und 440.000. Dass wir zumindest ein bisschen was sparen können. Oh, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Aber er hat es akzeptiert. Willkommen im Team. Kenny Prince Redondo, meine Damen und Herren. Und die nervige Fliege, die hier die ganze Zeit rumfliegt. So, der dritte und damit hoffentlich auch gleichzeitig letzte Neuzugang am letzten Transfertag, liebe Freunde. Und dann haben wir den Kader soweit jetzt eigentlich abgeschlossen. Aber ich sehe schon Transferangebot für Patrick Kammerbauer von Stoke City, 9,2 Millionen Euro. Ach stimmt, ich wollte gerade sagen, Mainz 05 hatte ja schon mal 9 Millionen Euro geboten, aber das war ja, bevor ich den Spielstand nochmal neu laden musste. Stoke City bietet 9,2. In welcher Liga spielt Stoke denn hier momentan? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall am letzten Transfertag. Tut mir leid, liebe Engländer. Gerade für so ein Angebot, das ist viel zu niedrig. Lehnen wir ab. Wäre es jetzt früher gekommen, hätte ich vielleicht gesagt, yo, wir verhandeln zumindest noch, aber nicht 7 Stunden oder 6 Stunden bevor das Transferfenster schließt. 7 Stunden sind es noch. Dann möchte ich hier nicht mehr großartig verhandeln, denn dann müssten wir auf jeden Fall noch einen Ersatzmann suchen. Und ich glaube, jetzt haben wir schon allein in diesem Part genügend Zeit damit verbracht, unseren Kader zusammenzustellen. Und er hat eine Gesamtstärke von 73, das ist doch ganz okay. Und dann bin ich auch tatsächlich mit der Kadergröße so einverstanden, denn wir haben dann 18, 22, 26, das ist sogar ein bisschen viel. 26 Mann im Kader plus 3 Verliehene. Stoll wird uns ja hoffentlich noch verlassen. Rizzi hört am Saisonende auf. Hasebe wird auch nicht mehr allzu lange spielen. Ich denke, das sieht so ganz akzeptabel aus. Redondo, wir gucken mal kurz auf seine Werte. Sprintgeschwindigkeit 92. Joa. Eintritt 92. Sehr schneller Mann, das gefällt mir. Ausdauer nicht mal eine 70. Das wiederum ist nicht ganz so gut. Dribbling-Abschluss ist er gut. Flanken muss er sich noch ein bisschen verbessern. Für einen linken Flügelmann sind seine Defensivwerte sogar noch einigermaßen okay. Ist ein Linksfuß, Gott sei Dank. 3 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung und ist ein kleines Leichtgewicht, 1,81 groß, nur 68 Kilogramm und ist ein Flitzer. Sehr, sehr schön. Ich weiß nur noch nicht, für wen ich ihn auf die Bank mitnehmen soll. Werden wir uns dann aber zu gegebener Zeit überlegen. Vielleicht sogar in die Startelf und Tommy auf die rechte Seite rüber. Luis Schaub hat er bis dato stark enttäuscht, der Neuzugang von Rapid Wien. Aber damit ist die Kaderplanung endgültig abgeschlossen. Wir haben nicht mehr gerade viel Budget. Können wir noch ein bisschen verschieben, ein bisschen Richtung Gehaltsbudget. Denn 1-2 Verträge müssen wir wahrscheinlich noch verlängern und dann sind wir auch relativ ziemlich wieder genau bei 0. Okay, Lennart Stoll ist immer noch in Verhandlungen. Ich hoffe, er wird sich jetzt mit VfR Aalen dann noch einigen. Und dann sind wir mit dem Budget, wie ich finde, wieder sehr gut zurechtgekommen. So, weiter geht's. Noch 6 Stunden und jetzt planen wir tatsächlich nichts mehr. Oh, James Rodriguez wechselt zu Man City für 116 Millionen Euro. Warum auch nicht? Und schon wieder werden wir nicht automatisch
hierher geleitet. Michele Rizzi bekommt ein Angebot von Arsenal Tula. WTF, sein Vertrag läuft doch aus. Ich weiß, rein aus finanziellen Gründen müssten wir das Angebot eigentlich annehmen. Da er sowieso am Saisonende aufhört. Und ich immer noch nicht weiß, was jetzt mit Lennart Stoll ist. Ich lasse das mal kurz offen. Sollte aus irgendwelchen Gründen Lennart Stoll das Angebot von VfR Aalen nicht annehmen, dann würde ich sagen, könnten wir unseren Urkapitän Michele Rizzi vielleicht sogar doch noch verkaufen. Denn wir haben eigentlich mindestens einen Spieler gerade doch zu viel im Kader. Und diese Fliege, ne? Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie sehr diese gerade nervt. Kubidanski, Kräuter führt. Bietet für Kubidanski. Nein. So. Tschüss. Zweitligist. Aber was ist denn jetzt mit Lennart Stoll? Will der nicht? Hat er keine Zeit? Muss er so lange überlegen? Er ist immer noch am Verhandeln. Vertragsdauer nur ein Jahr. Okay. Beim Zweitliga-Aufsteiger. Also einen von den beiden würde ich tatsächlich noch bevorzugen abzugeben. Da fällt mir ein, Redondo müssen wir noch eben eine Trikotnummer verpassen. Ist die 7 gerade frei? Ich glaube schon, ne? Ne, Lehmanns hat die 7. Verdammt. Wo haben wir ihn denn? Ach da, linker Flügel. Redondo. Ganz unten. Für 4,5 Millionen Euro gekommen. Ist damit gemeinsam mit Zingraven der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. Wobei, bei Zingraven, neben den 4,5 Millionen Euro, mussten wir noch José Matos hinzugeben. Der auch einen geschätzten Marktwert von 6 bis 7 Millionen Euro hatte. Ich glaube, täusche ich mich gerade, aber ich glaube, der hatte bei Union Berlin sogar tatsächlich die 14 gehabt, oder? Kann das sein? Deswegen, ich glaube, die 14 passt sogar eigentlich ganz gut. Kann er mal so behalten. Alles klar. Dann denke ich, sind wir endlich durch mit der Kaderplanung. Fast. Ein Abgang noch und dann bin ich zufrieden. Und womit ich höchst zufrieden wäre, wenn die Fliege hier gleich stirbt. Ich glaube, in der Aufnahmepause muss ich gleich mal eine Fliegenklatsche holen. So, Lennart Stoll wurde verkauft, hat ein bisschen gedauert, aber dadurch werden wir das Angebot von Rizzi automatisch ablehnen. Er wird bis zum Schluss, bis zum Karriereende ein Preußen-Münster-Spieler bleiben. Und jetzt haben wir auch noch für Della Fiore ein Angebot bekommen. 38,3 Mille aus Wolfsburg. Och, warum denn jetzt? Wobei, so hoch ist das gar nicht, denn unser Geschäftsführer sagt, realistisch wäre zwischen 36,1 und 53. Oh, guck mal, wir hatten damals Spartak Moskau gesagt, das war vielleicht ein Monat her oder so. Wir wollen 40 Mille, das hatten die damals abgelehnt und jetzt alleine Wolfsburg bietet von sich aus fast 40 Mille. Oh, nee. Wie viele Stunden haben wir? Noch 4 Stunden. Warum müssen die immer so kurz vor knapp damit um die Ecke kommen? Wir sind gerne gesprächsbereit, aber nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Wenn sie jetzt, nachdem das Transferfenster schließt, vielleicht nochmal kommen und so ein Angebot machen, dann wäre ich wirklich bereit zu verhandeln. Dann hätten wir auch genügend Zeit, bis zur Winterpause dann noch einen neuen Ersatzmann aufzutreiben. Aber innerhalb von 4 Stunden ist das unmöglich. Nein. Also da werde ich jetzt keinen größeren Transfer mehr anleiern. So, Lennart Stoll ist jetzt auch weg. In die zweite Liga gewechselt. Und dann sind wir wirklich endgültig durch. Wurde auch wirklich langsam Zeit. Nur noch 3 Stunden. Wir werden uns gleich nochmal die Transfers der Bundesligisten ganz grob anschauen. 462 Millionen Euro wurden am letzten Transfertag schon ausgegeben. Und die Summe wird sich noch erhöhen auf 510 Mille jetzt schon.
So, und da war es nur noch eine einzige Stunde. Und jetzt gucken wir nochmal eben die Bundesligisten durch. Angefangen bei Werder Bremen. Die haben erst den Graben gegen José Matos getauscht. Zudem haben sie Max Kruse und Florian Kainz abgegeben. Also der Aufsteiger mit einer erheblichen Schwächung. Der BVB hat eine ganze Menge getan. Reimann, Silva, Toprak, Sepe und Gerhard abgegeben. Saint-Maximin, Tah und Hernandez dafür verpflichtet. Frankfurt hat Gray abgegeben. Ich glaube, den haben sie verliehen. Hasebe haben sie an uns verkauft am letzten Transfertag. Azu und Dreher, wer auch immer Dreher ist, haben sie dazu gekauft. Hannover hat verpflichtet Ramos, Mendy und Roni. Für 19,6 Millionen Euro insgesamt haben keinen Abgang zu verzeichnen, bis auf Ivar Fossum. Hoffenheim hat Amiri einen sehr teuren Abgang, aber dafür mit Kruse und vor allem Marek Hamšík zwei sehr erfahrene Offensivspieler dazu geholt. Ingolstadt insgesamt mit einem Abgang. Wahl ist gegangen, ganz nach seiner Wahl. Und dafür haben sie mit Araujo, Karamoko, Verlat und Gutsch vier Neuzugänge präsentiert. Köln hat Czerny und Hector abgegeben, Caraba und Bernardo aus Leipzig dafür verpflichtet. Leipzig wiederum hat, Bernardo kam glaube ich von Mailand, der ehemalige Leipziger, so herum. Leipzig hat Abgänge Keita und Sisto, zwei Stammspieler. Dafür mit De Tomas und dem jungen Cignini gute Spieler geholt, aber nicht unbedingt Spieler auf gleichem Niveau, behaupte ich mal. Leverkusen hat einen der Bender-Zwillinge abgegeben, dafür Podence für 25 Millionen Euro verpflichtet. Der deutsche Meister aus Gladbach hat kaum was getan, nur Talent Ducoré abgegeben, dafür Schöpf aus Schalke geholt und Bagoué als Backup-Spieler. Mainz 05, gegen die wir zum Auftakt verloren haben, haben Butko und Danilo verpflichtet, kamen auch beide zum Einsatz. Danilo hatte ja sogar gleich getroffen. So, Preußen Münster sind leider nicht alle Transfers aufgelistet, aber die hatten wir, glaube ich, schon zu Genüge durchgesprochen. Schalke hat einen Erlös von 103 Millionen Euro erzielt. Durch die Verkäufe von Schöpf an Gladbach, Meier nach Mailand ist er, glaube ich, gewechselt. Zudem hatten sie noch Wright verliehen. Im Gegenzug Llorente, spanischer Innenverteidiger aus San Sebastian, verpflichtet für 38 Millionen Euro. Stuttgart hat Hernandez, den französischen Stamm-Nationalspieler, abgegeben. Plus Nguyen-Ne, ein weiteres Defensivtalent. Dafür Akerbi, Keita und Ferreira verpflichtet. Mann, also das geht hier viel zu schnell immer weiter. Wolfsburg, die sehr viel Kohle haben, haben De Ligt, eins oder vielleicht sogar das größte Innenverteidigertalent aus Ajax, verpflichtet. Zudem noch Durdewitsch als Stürmeralternative. Augsburg hat Suarez und Luis Holpi verpflichtet. Erik Tommy an uns, an Preußen Münster, abgegeben. Die Bayern haben Denier, den Linksverteidiger, verkauft, dafür als Ersatz Ben Davis geholt. Zudem kam noch Montoya, der ehemalige Barcelona-Spieler. Hertha hat Flügelspieler Assad abgegeben, dafür kam Osako aus Bremen, Gummi aus Polen, Ivi aus Levante und Wellenreuther von Preußen Münster. Und dann sind wir sogar schon alle durch. Und guck mal an, Sporting Lissabon hat einen Spieler verpflichtet. Nicht abgegeben, sondern verpflichtet. Um Gottes Willen. Für 14,5 Millionen Euro Kier, auch ein ehemaliger Bundesligaspieler. Ah, und guck mal, da haben wir Ferreira. Ganz frisch verpflichtet vom VfB Stuttgart aus Genk. Und Douglas Santos, ehemaliger Hamburger, wechselt für 13,1 zu Swansea City. Zwischenzeitlich nach Mexiko gewechselt, wenn ich das Logo da gerade richtig erkenne. Alles klar. Mainz, Sorgon Quaison, der hat sich bei uns, also im Spiel gegen uns, eine Verletzung anscheinend zugezogen. Ansonsten hier noch irgendwas Interessantes. Tommy wird bejubelt. Wie lange fällt Quaison denn aus? Und fliege. Ich beobachte dich. Ich werde dich in deine Einzelteile zerlegen. So, Text. Tauch auf. 3 Wochen. Grundverstauchtes Knie. Ach ja, mit der Verletzung kennen wir uns wirklich extrem gut aus. So, wir können nochmal ein letztes Mal im Transferüberblick gucken. Torres wechselt für 61,4 Mille zum FC Chelsea vom FC Porto. Dudovic haben wir gerade gesehen, von Piraeus nach Wolfsburg gewechselt. Pereira, Kier haben wir gerade gesehen. Ansonsten noch was Interessantes. Target nach Nizza. Lang wird nach Malaga verliehen. Hasebe zu Preußen Münster. Lennart Stoll dafür im Gegenzug zum VfR Aalen für 1,25 Mille. Gutsch nach Ingolstadt haben wir vorhin gesehen. Schindler verlässt Holstein Kiel Richtung Eibar nach Spanien. Da spielen mittlerweile, glaube ich, richtig viele
deutsche Spieler auch hier im Let's Play. Für die gleiche Summe Redondo zu Preußen Münster und Fickenjar. Das wird mein neuer Lieblingsspieler hier, glaube ich, bei Preußen Münster. Wir hätten auch Schindler durchaus verpflichten können, oder? Ich glaube, der kann auch auf dem linken Flügel spielen. Aber gut, ich bin mit Redondo, denke ich, auch ganz zufrieden. James Rodriguez, der ehemalige Bayern-Spieler zu Man City für über 100 Millionen Euro. Wahl wechselt nach Amiens, nach Frankreich vom Bundesliga-Aufsteiger Ingolstadt. Lameda wechselt von Southampton zu Man United, ehemaliger Spieler von Tottenham. Wüthra nach Sivasspor, der Österreicher von Erzgebirge Aue, Douglas Santos. Gray wird nach Girona verliehen. Da möchte Frankfurt anscheinend ein paar von ihrer Gehaltsliste streichen. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Und damit, liebe Freunde, ist die Transferphase endlich, muss ich sagen, beendet. Ging irgendwie gefühlt ein bisschen länger als die letzten Male. Letzte Frist für Transfers abgelaufen. Die Jugendspieler wurden nochmal aktualisiert. Torben Schmidts Potenzial wurde ein bisschen nach unten verlagert, aber immer noch ein großes Talent anscheinend. Potenzial 76 bis 90. Dennis Engel immerhin 76 bis 82. Ist ja auch schon ganz ordentlich, behaupte ich mal. So, wunderbar. Dann haben wir das auch soweit abgeschlossen. Haben noch ein bisschen Restbudget, mit dem wir noch ein, zwei Verträge verlängern müssen. Und ich glaube, wir können alle im Insgeheimen dann zufrieden sein. Zur Feier des Tages können wir gleich einmal wieder individuell trainieren lassen. Das wird die Spieler bestimmt freuen. Supala, Ulrich Babo, Note A. Der Mann ist einfach echt ein Trainingsweltmeister, ne? Unfucking fassbar, wie ich so gerne sage. So, neuer Monat und der Spieler des Monats wurde bekannt gegeben. Und ich glaube, das ist Matt Phillips, der gegen uns ja ein Tor gemacht hat plus eine Torvorlage. Der Spieler des Spiels und damit auch sogar der Spieler des Monats. Okay, es wurde halt nur ein Spiel gespielt. Da war die Auswahl halt wahrscheinlich nicht so groß. Feige, der begehrte Trainer. Stehen wir bei anderen Vereinen auf dem Wunschzettel? Selbst wenn, nein, ich habe überhaupt kein Interesse, vor allem jetzt kein Interesse, irgendwie den Verein zu wechseln. Die Tabelle haben wir, glaube ich, schon beim letzten Mal gesehen. Preußen Münster nach der 0-2-Niederlage zum Auftakt gegen Mainz, Tabellenletzter. Top-Torjäger haben wir allerdings uns noch nicht angeguckt. Und da führt, genau wie in der letzten Saison, Grifo, der ja eine überragende Hinrunde gespielt hat. Ich glaube mit 14 Toren, allein in der Hinrunde. Allerdings kam in der Rückrunde dann kein einziges Tor mehr dazu. Hier fängt er wieder gut an mit dem Doppelpack im Spiel gegen Hertha BSC. Der einzige, der zwei Tore erzielt hat. Top-Vorlagengeber, können wir mal kurz drauf schauen. Mané von Hannover hat ein Tor vorbereitet. Hannover ist ja unser nächster Gegner. Die haben, glaube ich, gewonnen gegen Werder Bremen mit 1:0. Siegtorschütze war dort Al-Bayrak, der Linksverteidiger aus Chile. Nur 4 Torhüter sind zu 0 geblieben. Unter anderem auch McCarthy, gegen den wir als nächstes ran müssen. Gelbe Karten gab es nicht so viele. 2 rote Karten zum Auftakt. Hinteregger aus Wolfsburg und Christiansen vom FC Ingolstadt haben gleich mal am ersten Spieltag die rote Karte gesehen. So, und damit, ich gucke noch ein letztes Mal über den Kader, 26 Spieler plus 3 Verliehene, wenn ich so drüber nachdenke, schon fast ein bisschen zu viel. Aber wir wissen ja, Europa League, wir haben die Dreifachbelastung. Man weiß nicht für wie lange, aber wir haben aktuell eine Dreifachbelastung und da könnte es durchaus sein, dass mal da ein Spieler verletzt ausfällt, da mal einer vielleicht auch vom Platz fliegt mit einer roten Karte oder eine Gelbsperre hat oder wie auch immer. Also da kann es nicht schaden, lieber den einen Spieler zu viel als zu wenig zu haben. Wir gucken nochmal auf den Kalender. Der Monat August ist abgeschlossen. Mehr oder weniger erfolgreich. Wir haben uns für die Europa League Gruppenphase qualifiziert. 2x2:0 gegen Pogon Stettin. 0-2 Niederlage gegen Mainz zum Auftakt. Und jetzt sind wir also im September. Und da geht es mit dem zweiten Spieltag zu Hause weiter gegen Hannover 96 nach der Länderspielpause. Dann der Auftakt in der Europa League und es geht ins San Siro. Es geht nach Mailand. Wie hätte jemand von euch so wunderschön gesagt, ob Mailand oder Marseille, Hauptsache Frankreich, so oder so ähnlich, ganz genau. Und für uns geht es nicht nach Frankreich, sondern nach Italien zu Inter Mailand. Das vermeintlich schwerste, aber auch einfachste Spiel zugleich zum Auftakt.
Dann geht es nach Köln zum dritten Spieltag, dann englische Woche zu Hause gegen RB Leipzig und dann am fünften Spieltag nach München-Gladbach zum deutschen amtierenden Meister. Das nenne ich mal ein Auftaktprogramm, alles andere als leicht. So, bevor wir jetzt im Kalender noch vorangehen, ein letzter Blick auf die Attribute, denn wir haben einen neuen Monat erreicht. Mal gucken, ob hier jemand noch einen Stärkepunkt hinzugewonnen hat, zum Beispiel Dominik Reimann. Unsere neue Nummer 2, gekommen aus Dortmund, der Münsteraner Jung, jetzt auf einer 67. Und wir könnten jetzt eigentlich Christoph Böhm auch ein bisschen trainieren lassen, oder? Beim individuellen Training, ich denke schon. Horn hat schon 5 Stärkepunkte gut gemacht, Petritsch und Mühl ein dazu, Itter ein dazu, sehr schön. Sind Grafen der erste Spieler, der auf einer 80 bei uns ist. Hasebe hat jetzt schon einen Stärkepunkt verloren, das geht relativ schnell. Louis Schaub einen Stärkepunkt hinzu, keiner weiß genau, wie er das geschafft hat. Ansonsten nicht so viele Veränderungen, ansonsten alles wie gehabt. Sieht ganz so aus. So, Redondo hat sich mental noch ein bisschen gebessert, das freut mich. Arbeitet auch mit 26 Jahren noch an seinem Image. So, wunderbar. Und dann, Freunde, gehen wir weiter im Kalender. Und jetzt bekommen wir ein Transferangebot von Freiburg für Julian Kressel. Was steht da noch? Bitte berücksichtigen Sie, dass wir uns derzeit nicht in einer Transferperiode befinden. Sie können einen Vertrag aushandeln. Falls es zu einer Übereinkunft kommt, wird der Transfer durchgeführt, sobald die Transferperiode beginnt. Das wissen wir ja. 2,9 Mille bietet der SC Freiburg. Da können wir zumindest mal eben verhandeln, denn Gressel ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, den ich auf Teufel komm raus unbedingt halten muss. Bei Bochum hat mir 3,5 gefordert. Da konnten wir uns nicht einig werden. Und ganz ehrlich, so im Bereich 3,5 bis 4 Millionen Euro würde ich auch gerne haben wollen. Freiburg ist ja erst in der letzten Saison abgestiegen. Und ich glaube nicht, dass sie bereit sind, da 4 Mille auf den Tisch zu legen. 3,15. Dann könnten wir uns zum Winter noch nach einem neuen rechten Flügelspieler umsehen. Wir gehen mal auf 3,8 runter. Wobei ich ja eigentlich mit Julian Kressel zumindest plane, dass er in der Europa League regelmäßig zum Einsatz kommt. Aber das ist vielleicht eine kleine Planänderung, denn Freiburg hat es akzeptiert. 3,8 Millionen Euro für Julian Kressel, der vor 2 Jahren aus der MLS aus den USA kam, von Atlanta United. 3,8 hat Freiburg akzeptiert. Gut, wenn sich Kressel mit diesen einigen kann, dann wird er uns natürlich im Winter verlassen. Ein Tag, nachdem das Transferfenster geschlossen hat. Auch wieder sehr merkwürdig. Aber okay. Er muss sich natürlich erstmal mit den Breisgauern einig werden. Wir gehen weiter voran. Kleine Überraschung dann doch noch. Mit dem Angebot hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. So, wir werden mal kurz die Simulation stoppen. Denn wir haben ein paar Länderspielfahrer. Fossum, Schaub mit Österreich und Norwegen unterwegs. Und ich wollte gucken. Wusste ich es doch, Della Fiore ist doch nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs. Da gab es wohl letztens einen kleinen Bug bei der Nominierung. Erst wurde er nominiert und dann anscheinend doch wieder nicht. Also Della Fiore leider doch nicht mit der italienischen Nationalmannschaft unterwegs. Können wir auch ganz leicht daran erkennen, wenn wir ihn jetzt hier im Training auswählen können. Mal schauen, ob wir ihn auswählen können. Stürmer, Della Fiore, wir können ihn auswählen. Aber ihn möchte ich jetzt nicht auswählen. Stattdessen, genau, wollte ich Christoph Böhm noch ein bisschen trainieren lassen. Zumindest so weit. Abschlag einer 80. Holy shit, ey. Zumindest so weit, dass er auf einer 72 kommt. Dass er noch ein bisschen an Grundstärke dazu gewinnt. So, einmal wieder simulieren. Wie die Italiener es auch gerne tun. Okay, die Trainingswoche war jetzt nicht allzu dolle. Da haben wir schon deutlich, deutlich Besseres gesehen. Aber okay. Länderspielpause. Der Kader ist nicht ganz komplett. Und trotzdem bereiten wir uns auf die nächste Aufgabe vor. Im zweiten Heimspiel in Folge. Wir fangen also tatsächlich mit 2 Heimspielen die neue Saison an. Das erste ist in die Hose gegangen. 0-2 gegen Mainz. Und jetzt am Sonntag spielen wir also gegen Hannover 96. Oh, und Stillstand bei Transferverhandlungen zu Julian Kressel.
Er konnte mit Freiburg nicht einig werden. Alles klar, Julian Kressel bleibt also bei uns. Und das ist mal ein interessantes Nationaltrainerangebot. Uruguay. Aber nein, danke. Jetzt werden wir definitiv kein Nationaltrainer mehr. So, ich wollte die Nachricht noch eben löschen. So viel Zeit muss sein. Ich mag es gerne ordentlich. Oh, und es gab schon ein Freitagsspiel. Da können wir mal ganz kurz gucken. Oh, Dortmund gegen Schalke. Und Dortmund entscheidet das Derby schlechthin. Zumindest in Deutschland das Derby schlechthin für sich. 1:0. Damit Dortmund mit 2 Siegen gestartet. Und Schalke wiederum mit 2 Niederlagen. 2:0. Also bei Schalke scheint es echt zu kriseln. Erst in der Champions League Qualifikation an Legia Warschau gescheitert. Und jetzt in die Bundesliga-Saison mit 2 Niederlagen gestartet. Bapo sagt noch was. Was die kommende Partie angeht, möchte er wahrscheinlich in die Startelf oder er möchte zumindest spielen. Aber Bapo ist ja sowieso unsere Nummer 1, wenn es darum geht, wenn wir jemanden einwechseln wollen. So, ich gucke nochmal ganz kurz auf die Ausdauer unserer Akteure. Fossum ist bei 100%, Schaub auch. Die beiden, die auf Länderspielreise unterwegs waren, alle gesund und munter. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, kommen wir zu einem Schnitt. Eigentlich wollte ich diesen Part maximal eine halbe Stunde werden lassen. Aber ihr seht es, dieser Part geht schon wieder über eine Stunde. Also war doch im Endeffekt ganz richtig, dass ich hier nochmal einen extra Part gemacht habe mit diesem letzten Transferpart. Es war der letzte Part mit Überlänge vorerst und jetzt können wir uns mal wieder, worauf ich mich persönlich immer ein bisschen mehr freue, auf den Fußball konzentrieren. Und beim nächsten Mal geht es dann also weiter mit dem zweiten Bundesligaspieltag. Preußen Münster empfängt dann Hannover 96. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein mit unserem neuen Kader, zusammengestellten Kader. Bin ich guter Dinge, wenn wir unsere Leistung, die wir imstande sind aufzurufen, auf- oder abrufen können, dass wir punktemäßig auf jeden Fall was mitnehmen. Ob es so gelingen wird, erfahrt ihr nur, wenn ihr wieder einschaltet. In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.